So, hallo. Ja, es geht wieder weiter mit einer Etappe. Ja, mit einer Etappe bei der Tour de France natürlich. Aber vorher möchte ich nochmal kurz, das hatte ich ja versprochen, kurz die Daten von einigen Fahrern zeigen. Kurz mal durchklicken. Da wo Bora können wir mal zeigen. Buchmann, Sehme. Zeitfahren habe ich glaube eins verschlechtert, aber Berg habe ich ihm einiges besser gemacht. Gut, jetzt bei der Tour, ich kann dann natürlich nicht die Form so abrufen, hat sich ja nicht direkt darauf vorbereitet. Insofern, ja, kann man das jetzt da nicht ganz so vergleichen. Ja, ansonsten denke ich mal, passt das so von den Werten. Keldermann am Berg 79. Ich bin immer noch der Meinung, dass Kelderman eigentlich am Berg tatsächlich schwächer ist als Buchmann. Ansonsten Kemna am Berg eine 78. Ich denke, das ist in Ordnung. Kann man diese Saison oder dieses Jahr relativ schwer einschätzen. Er hat schon ein gutes Rennen oder Siege dieses Jahr gehabt. Ein Sieg, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Katalonien-Rundfahrt oder Baskenland-Rundfahrt. Eins von beiden. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ja. Trotzdem schwierig durch seine Pause, die er da jetzt hat, schwierig einzuschätzen. Da soll er sich erstmal richtig auskurieren, Lennart Kemner, und hoffen wir mal, vielleicht ist er ja zur Spanien-Rundfahrt oder so wieder dabei. Das wäre natürlich auch super. Gut, ja, das sind die Fahrer bei Bora, Bahrain Victorious. Da habe ich eigentlich Caruso ein bisschen verstärkt. Ansonsten Gino Meda und Padun. Ja, ein bisschen, aber jetzt nicht so extrem. Bike Exchange, Simon Yates, ja, 79. Könnte man eigentlich am Berg fast eine 80 machen. Hier habe ich eigentlich fast nichts geändert. Ja, könnte man am Berg sogar eine 80 eigentlich geben. Aber gut. Sonst ist ja auch nichts verändert. Astana. Vlasov. Berg 80 habe ich gelassen, das ist, denke ich, in Ordnung. Gut, De Koning habe ich im Evenepoel, Berg auf 80, Zeitfahren 82. Ja, gut, Evenepoel, Berg auf 80. Ja, hätte man auf 79 lassen können, vielleicht. Aber er kam, hat ja so eine schwere Verletzung und. Das erste Rennen beim Giro, muss man schon sagen, wie er da mitgehalten hat, wo sein erstes Rennen unter Wettkampfbedingungen nach dem schweren Sturz letztes Jahr bei der Lombardei-Rundfahrt war und trotzdem eigentlich so gut mitgehalten hat, bis er dann ausgeschieden ist. Also muss man sagen, also, weiß nicht, also eine 80 am Berg hat er mindestens und Zeitfahren ist er sowieso stark. Aber ist jetzt eh nicht bei der Tour dabei, genauso wenig wie Almeida, den habe ich in 78 am Berg. Alaphilippe habe ich nichts angepasst. Berg eine 75, könnte man fast am Berg auf 77 hochgehen, aber gut. So, sind noch interessante Fahrer. Education 40, ich glaube, Uran habe ich ein bisschen verbessert. Der vom Berg 77 auf 79. Zeit von der 75. Ja, habe ich tatsächlich um einiges verbessert. Groupama Godu auf 81 am Berg. Ist leider dieses Jahr bei der Tour nicht so super gut in Form. Schade. Ineos Grenadier. So, ja. Egan Bernal, Berg 82 gelassen. Geraint Thomas. Habe ich eine 80 am Berg gegeben, weil ich glaube, eine 78 ist eigentlich zu wenig. Gut, ja. Carapaz eine 81 am Berg. Port eine 79. Gogan Hart eine 79. Jumbo Visma, Roglic am Berg. Ja, ich von 82 auf 81 runter. Ich glaube, das habe ich bei Pogacar auch gemacht. Gut, bei Roglic kann man jetzt vielleicht mit der 81 leben. Also ja, im Prinzip ja, ist nur Bernal mit 82 besser zurzeit im Spiel jetzt hier. Und ja, denke ich, ist eine 81 schon angebracht. Zeit von 80.
Wout van Aert habe ich einen Berg, vom Berg von 74 auf 72 runter, weil irgendwie konnte Wout van Aert fast mit einer 74 am Berg die Tour gewinnen. Vingegaard, ja, den könnte man am Berg dann auf jeden Fall nach der Tour verbessern. Ich denke mal auf mindestens 79 und Zeitfahren auch noch um einiges höher auf mindestens 78. Und Regeneration auf A. Aber ja. So. Lotto Soudal ist eigentlich nichts. Movistar. Miguel Angel Lopez habe ich auf 82. Eigentlich ist er wirklich einer der besten Bergfahrer, aber irgendwie dieses Jahr oder bei der Tour jetzt auch nicht so der Bringer. DSM, Hindley. Die Ausdauer ein bisschen erhöht, okay. UAE. Pogacar. Habe ich auf 81 runter. Ich glaube, es war ein Fehler. Den muss man wahrscheinlich schon auf 82 lassen. Und Zeitfahren muss noch auf mindestens 80 erhöht werden. Also der ist jetzt hier, wenn man jetzt die aktuelle Leistung sieht, ganz klar zu schlecht eingestellt hat. Aber dafür Regeneration A plus. Zähigkeit 77. Also ist trotzdem noch, wenn du die anderen Werte anguckst, hier mit Hügel A82 und so weiter, immer noch extrem stark. Also ja. Wahrscheinlich muss man tatsächlich auf Berg noch auf 82 stellen und Zeitfahren auf 80, aber ja, dann hat man eigentlich kaum eine Chance, ihn überhaupt zu schlagen. Aber gut. Ich werde es dann auf jeden Fall nach dem Ende der Tour nochmal ein bisschen die Werte anpassen und da wird Pogacar wohl, so wie es aussieht, etwas verbessert werden. Nochmal. Gut, okay, das waren die Werte. Machen wir jetzt mal weiter hier. Fortsetzen. Tour de France, Etappe 9. Well done, guys. We're where we should be. We were aiming for a top 5 spot Aber and you did Pogacar the job. trotzdem, I'm happy with auch that. wenn die You Werte lose jetzt the nur gold without 81 am Berg jersey. sind, It's the low point. führt er schon hier. 15 Sekunden vor Thomas. 42 Roglic. Buchmann 1,57. Der Buchmann, ja. Kelderman ist hier richtig eingebrochen, leider. Aber gut. So, naja, machen wir weiter. Jetzt kommt die Etappe nach Tignes, die ja heute war. Ja, eigentlich, also ja, spätestens seit heute steht ja wirklich fest, dass Roglic, Roglic sage ich schon, Pogacar die Tour gewinnt. Also ja, also wenn nichts passiert natürlich, aber ja, wohl, er ist jung, also so ein Einbruch. Ja, man hat es bei Simon Yates gesehen beim Giro damals. Es kann natürlich passieren. Kelderman ist aber auf Bergtrikot. Form ist wenigstens normal und nicht schlecht. Hello and Ja. welcome to you all. It's a many of Ansonsten, high oh, mountains es ist for the echt, also wasted er hat 5 riders Minuten on ja this schon second Vorsprung im Prinzip auf alpine die anderen. component of the Tour de France. Auch wenn ich denke, der wird noch If the last anwachsen finish durch in Zeitfahren Tignes um had to be so abandoned in auf ungefähr 8 bis 2019 9 because of Minuten a zum mudslide. Schluss. Das ist ja schon heftig. Das ist schon wirklich heftig. The Tour is back this year with a final ascent of Kelderman, ich teste es mal. 20 kilometers. We're in for a big show. Mal ist im Bergtrikot. The peloton Gott sei Dank doesn't für den seem to want Kelderman to let the lead ausgegangen. group get away. Some teams must think that there are too many people up front. The breakaway can't widen the gap. The intermediate sprint will be contested just after the Côte de Domancy. Sprinters who are not averse to short climbs will be well advised to hang on and try to score points for the green jersey. Was ist hier los? Kommt die wieder ran hier, die Gruppe? Jetzt ist hier auch was passiert, so ähnlich wie gestern bei der Etappe.
So, jetzt will der an die Gruppe ranfahren. Das war notwendig. Kölder Mann ist in der Gruppe drin. The time gap between the peloton and the escape piece is stationary. Tempo ist extrem. Ich glaube, jetzt kommt die Gruppe hier von hinten ran. Eigentlich hätte ich es wahrscheinlich gar nicht machen müssen. Mich so anzustrengen, aber gut. Yes, there's not a lot going on. The riders are at the foot of the first significant mountain pass of the stage. The Col de Sizi, with its 10 kilometer ascent. At an average gradient of 5.9%. Ach, da soll kein Tempo machen. Was soll das denn? Muss mal kurz gucken, wann jetzt die Verpflegung kommt. Die kommt noch. Ey, nach dem Anstieg noch nicht. Jedenfalls jetzt Keldermann mit weggekommen, das ist schon mal gut. Dass hier kein Tempo gemacht wird. Ja, aber zurück zur Toretappe. Es war ja wieder so schlechtes Wetter, deswegen war Buchmann auch wieder nicht in der Lage. Ich hoffe mal, dass Buchmann dann in Pyrenäen vielleicht irgendwie was machen kann. Und dadurch das Wetter dann besser ist. Ansonsten, also vielleicht wird immer so richtig heißes Wetter. Mal gucken, wie da Pogacar damit zurechtkommt. Vielleicht kriegt er ja da Probleme. Das wäre tatsächlich noch eine Variante. Dass dann vielleicht Carapaz nochmal angreifen kann. Oder Rigoberto Urán. Der Keldermann hat ja heute auch wieder auf die anderen Favoriten ein bisschen Zeit verloren. So, jetzt hat sich der Biss beruhigt. Ja, also die Etappen sind, haben so ein echt so eine hohe Intensität, dieser bei der Tour ist schon extrem. Aber es macht schon interessant, obwohl jetzt natürlich Pogacar weit weg ist. Es macht es insofern interessant am Anfang der Phase, ob da irgendjemand vielleicht eine Ausreisergruppe kommt, der vielleicht irgendwie dadurch im Gesamtklassement noch nach vorne kommen könnte. Das kann ja alles noch passieren. Also ich bin auf die nächsten Etappen dann gespannt. Auch auf die Mont Ventoux-Etappe am Mittwoch. Auch hochinteressant. So, jetzt hat sich ja alles gut. Wer ist eigentlich in der Gruppe mit drin? Nibali, Guerrero, Pache de Gent. So, da hoffen wir, dass Keldermann dann sich da vorne halten kann und das Tempo hier nicht so erhöht wird. Jetzt sind es schon fast 6 Minuten. Das ist schon mal hervorragend. Doch, jetzt wird es Tempo erhöht, oder? Nee. It's classified as a first category pass. There will be 10 extra points to be picked up towards the polka dot jersey for the first one over the top. Okay. So, hier gehen wir schon mal Sagan ein bisschen was. Oben muss ich dann mal gucken. 3,8 Kilometer. Vielleicht doch die Bergpunkte holen. Das Gute ist, dass das Tempo immer noch langsam ist. Schon 8 Minuten jetzt. Jetzt ist nur noch Keldermann mit Nibali wahrscheinlich vorne. Ja. After the summit, the riders will head straight onto the Col de Roseland.
Wechsle jetzt hier mal auf Keldermann. Bali hat Probleme. Perfekt für mich. Brauche ich gar nicht so hohes Tempo gehen. Sekunden. Ja, von da sind noch über 60 Kilometer. Ich glaube, das Tempo wird dahin erhöht. Pollet. Ist irgendwie. It's good. Okay, mal halt auf Buchmann gucken. Was ist hier los? Begin the ascent of the Cormer de Roseland. 5.5 kilometers on an average slope of 6.5%. Ist schmale Straße hier. The first rider over the top of the pass will pocket 5 points for the mountain standings. Schon wieder wegfahren lassen haben. Konrad, komm, mach Tempo. I'll make a big effort on the relay. The breakaway is beginning to look dangerous. You better start riding, guys. Schon wieder, dass ich ja an der Gruppe ranfahren muss mit Buchmann. Das ist echt zum Kotzen. Okay. I'm coming to protect you. Ich muss vorne mal gucken, wie das Ding so aussieht. Keldermann. Vorne an die Gruppe kommen. Schelling ist auch dabei, sehr gut. Komm. Alles wird hier blockiert. Ich komme hier nicht nach vorne. Jetzt. Jetzt bin ich hier dabei. Keldermann ist schon wieder nicht mehr alleine. Mit Nibali. Cormer de Roseland. So. Keldermann gewinnt wegen der Bergwertung. Das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst.
So, wir haben hier noch über 2 Kilometer. Da ist Keldermann schon in der Abfahrt. Zusammen mit Nibali. The time gap with the head of the race isn't changing, lad. His teammates are riding to protect the jersey. Also doch das Tempo ein bisschen erhöht. Wäre wieder durchgereicht, ey. Oh, Pogacar aber auch hier hinten drin. Ah, jetzt hat Pogacar die Insider erwischt. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. Konrad. The peloton is riding hard. Stay well placed. Sehr schön. Keldermann nur über 7 Minuten. Lange Abfahrt. Ist der Keldermann schon im Anstieg? Sieht so aus. Muss dann halt mal auf Keldermann ein bisschen aufpassen. Ah, jetzt ins Flachstück. Der Anstieg dauert schon ganz schön lang dann dort hoch. We're at the foot of the final ascent of the day. 5:48, ja. Jetzt wird hier ganz schön Tempo gemacht. Ski Resort. Ja, wo es geht eigentlich. Another 20 kilometers before the finish in team. And remember that the finish is not at the top of the climb, but 2 kilometers further on. At Team Valclare in Resource. Alle viel Liebkraft an, ich muss vorne gucken, Keldermann, die fahren jetzt 70. Jetzt ist erstmal so weiterfahren. Passt. 5 Minuten. Gegen Ende dann. 20 Kilometer sind sie halt noch. Da kann er noch ein bisschen Gas geben. Fahren. Das stört überhaupt nicht. Ja. Sehe ich hier noch irgendjemanden, der hat den bisherigen Tor da an der Gesamtwertung? Nee. Ja, Pogacar, Gogenhardt. Schade, dass er da nicht irgendwie noch ein bisschen. Das wird hier angezogen. Odü, ja, ist auch schade. Aber Enric Mas, muss man auch mal sagen, war heute ganz gut dabei. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass er da so gut mitfährt. Er hat ja auch noch einen Sturz heute. Ist schon hervorragend. So, McNaldi mit Problem, Hirschi. Jetzt muss dann... Ich müsste dann vielleicht mit Keldermann... Das Tempo hier weiter erhöht wird. Kann man da nicht durchkommen.
Ich mache hier sicherlich keinen Tempel mit Buchmann. Wie sieht's aus bei Kellermann? Sieht noch sehr gut aus. Konrad, gebe ich schon mal Scale. Okay, I'll consume a feed. Aber Konrad fährt ja sehr gut mit. Konrad ist auch heute bei Bucher eigentlich ganz gut gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, Buchmann ist glaube ich schon wirklich heute wieder früh zurückgefallen, leider. Aber, ja. Sepp Kass ist auch, keine Ahnung. Ich glaube auch, es liegt auch daran, dass Sepp Kass am Anfang so viel Zeit verloren hat auf einer Etappe. Deswegen fährt er da jetzt auch nicht mehr wirklich vorne mit. So, langsam muss doch mal hier so ein paar Einbrüche kommen. Fahren 44. Oh, 3 Minuten 24. Eieiei. Das wird hinten raus schon eng. Gucken, ob die da wirklich sich vorne halten können. Da müssen bald die ersten jetzt zurückfallen. So, McNulty fällt jetzt. The first riders are onto the flat section. About 3 kilometers of respite. Before confronting the second half of the climb. A portion that is slightly more steep than the first. He's attacking. Whatever you do, don't let him lead. Tempo ist heftig. The road rises once more for the lead group. Another 8 kilometers of climbing for them. Immer noch 34 Fahrer in der Gruppe. Kellermann, blaues Gel. Okay, I'll consume a feed. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Kommt schon. Fahrt ihr alle hier aus? Ey. Und jetzt wird ihr Tempo gemacht. Hier gefahren wird, es geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. The climber standings will be adjudged at Team Le Lac, and there will be 10, 8, 6, 4, 2, and 1 point for the 6 first to the summit. However, the race goes beyond that, because the finish lies 2 kilometers further on at Team Valclare. Sieht bei Kellermann aus? Sieht noch sehr gut aus. Und ist alleine vorne. Sehr schön. Ja, mit Buchmann muss ich jetzt hier Schadensbegrenzung betreiben. Allez les gars, continue là, plus vite, plus vite.
mit Problemen. Soler. Enric Mas. Das war 6,7 Kilometer, ey. Keldermann könnte durchkommen, sieht gut aus. Dann werden oben 6 Kilometer. Ah, hier ist nur die Bergwertung. Dann wird noch ein bisschen weiter gefahren. Vorne wenigstens an die Gruppe muss ich dann noch rankommen. Ja, wenn ich die Gruppe mit Quintana dort vorne dran bin, dann ist eigentlich noch Carapaz eine kleinere Gruppe und dann ist noch Godu, Lopez, Pogacar mit Roglic. Was war mit Benot los? Standort. Muss Kellermann gucken. Ein Kilometer. Bis auf Sicherheit. So, Keldermann ist gleich oben. Ganz vorne. The ascent is over. Less than 2 kilometers before the finish. And except for some big surprise, the man in front should not be caught before the line. Here we go, here we go. Only 1 kilometer left. Ja, das ist auf jeden Fall der Sieg für Keldermann. Das sieht sehr gut aus. Da kommt auch kein Pogacar mehr ran. Mit Buchmann hier noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Die Gruppe mit Carapaz. Udü, das finde ich Lopez. Ja. Ganz vorne ist gerade Roglic vorbeigefahren. Pogacar ist ja nochmal um einiges davor. Ja, Pogacar fährt hier im Spiel im Prinzip. Ja, wie im echten Leben. Keldermann gewinnt vor Nibali. Perfekt, also Etappensieg für Bora. Ja gut, okay, passt schon. Ich kann da den Platz mit Buchmann die Top 5 vielleicht verteidigen. Keldermann verbessert sich vielleicht ein bisschen, aber ja, minimal. Aber der Etappensieger war dabei. Das ist schon mal sehr gut. Ja, so, Daniel Oss muss noch ans Ziel kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob heute alle Fahrer das wieder im die Karenzzeit geschafft haben. Das ist auch immer interessant. Das könnte auch knapp werden. Wenn dann so 50 Fahrer so ein großes Gruppett und die Zeit nicht schafft, dann bin ich gespannt, was die Jury entscheidet. Aber ich denke, die werden die drin lassen. Aber es wäre doch mal auch, weil dann auf einmal 50 Fahrer weg sind. Das wird jetzt solche Flachetappen auch nochmal richtig interessant machen. So, mit Keldermann, das war perfekt. Hervorragend gefahren. Well done, lads. Congratulations to you. 206, 247. But from that, to win this stage, you have put in a superb performance. Well done for this win. We take the polka dot jersey. So, gucken wir mal. Keldermann ist jetzt wieder auf 11 nach vorne gekommen. Sehr schön. 6,50.
Buchmann 407. Also die Abstände Buchmann, Keldermann, ja, sind knapp. Aber wenn man guckt, Pogacar, gut, Roglic ist er jetzt schon raus. Wenn man die Abstände sieht, Thomas noch ausgerechnet und Roglic, ja gut, Buchmann ist auch nicht dabei, aber dann sind das so 4 Minuten. Kommt gerade so ungefähr hin, wie es auch gerade in Wirklichkeit nach der Etappe steht, ne? Also es spiegelt es doch schon ganz gut wieder hier alles. Carapaz ein bisschen zu schlecht vielleicht, okay. Ja. Bergtrikot führt nun Keldermann vor Nibali, dann Pogacar, Buchmann 6. Aber Keldermann hat es übernommen, sehr schön. Muss ich gucken, was ich dann mache, ob ich nochmal mit Keldermann irgendwo reingehe, aber ob die den nochmal fahren lassen, keine Ahnung. Naja gut, okay, das war jetzt eine Folge, bisschen länger, aber passt. Und dann, ja, ist ja morgen der Ruhetag. Mal schauen, ob ich dann eine Folge bringe, mal sehen. Ansonsten spätestens bis Dienstag. Also dann, tschüss, danke fürs Zuschauen.